ist viel wert. Also ich auch, habe ja gestern gesagt, er ist leicht zu favorisieren und ich glaube, dass ich auch recht gehabt habe. Ich war da im zweiten Satz, ich glaube 6-7-0-1 oder so, war es schon sehr, sehr glücklich, weil in einem Breakball abgewehrt mit einem Half-Volley-Stopp komplett falsch getroffen und denke, wenn ich den Ball nicht mache, dann ist das Match zu 99% verloren. Aber es war schnelle Bedingungen heute im Rasen, ein bisschen feucht, das hat es dann noch schneller gemacht, noch schwieriger auch zu retournieren. Und im Endeffekt war es dann ein typisches, sehr, sehr enges Rasenmatch und wir haben beide gut serviert. Ein Break dann im zweiten Satz, und das Match ist sowieso 50-50. Und letzte Woche in Kitzbühel im Finale habe ich es verloren, 10-8, heute gewonnen. Also einmal der, einmal der, von dem her war es super zwei Tage. Und dass man auf Rasen zurückschauen kann, das war jetzt das der Teil. Nein, es ist, also man kann es auf jeden Fall machen, aber es ist für die Beinarbeit und fürs Timing von den Schlägen ist nicht gut, deshalb versuche ich es nicht zu machen, aber bei manchen Bällen, vor allem bei Stoppbällen oder wenn man weit hinter der Linie ist, macht es schon richtig Spaß zum Lutschen und deshalb